Durch all meine Schlachten im Grenzland habe ich eines gelernt. Der Pilot ist das Alpha-Tier. Schnell und agil. Elegant und doch tödlich. Scharfsinnig. Listig. Und unaufhaltsam. Ein Pilot sieht die Welt mit anderen Augen. Bloße Wände werden zu alternativen Wegen. Piloten kämpfen anders. Durch ihre Erfahrung mit Täuschungsmanövern gelingt es ihnen, allen Widrigkeiten zu trotzen. Was einen Piloten aber tatsächlich von allen anderen Soldaten und Maschinen auf dem Schlachtfeld abhebt, ist die Verbindung mit seinem Titan. Zusammen mit seinem Titan kann er nur von einer Übermacht bezwungen werden oder von seinesgleichen. Das Grenzland war seit jeher meine Heimat. Seit Jahren wird es schon von der IMC zerstört. Sie beuten Ressourcen aus, verschmutzen und zerstören unseren Planeten und schlagen jeden Widerstand gewaltsam nieder. Trotz der jüngsten Erfolge auf Demeter sind wir noch weit davon entfernt, die IMC endgültig zu besiegen. Noch bin ich ein Schütze der Miliz, die für die Befreiung des Grenzlandes kämpft. Und weit davon entfernt, ein Pilot zu werden. Wenn dieser Tag kommt, hoffe ich, mich als würdig zu erweisen. Jo Leute, hier ist euer Anti. Jetzt beginnen wir mit dem Let's Play von Titanfall 2. Das war auf jeden Fall schon mal eine richtig geile Einführung. Und mal sehen, was uns erwartet. Würde ich sagen. So, drücke X zum Fortfahren, machen wir. Der Pilotenparcours. Es geht los, Pilot Cooper. Ach, Scheiße. Das Schiff hat die Simulationskapsel zurückgesetzt. Wir müssen sie neu kalibrieren. Schau auf die Lampen. So, einmal. Fühlt sich das richtig an, Cooper? Ja, die Blickstörung ist perfekt. Okay, wir können loslegen. Mal sehen, wie viel Sie vom letzten Mal noch wissen. Aktiviere Neuralverbindung. Nicht dasselbe wie eine Titan-Verbindung, aber ähnlich. Um neue Fähigkeiten zu lernen, müssen wir geistig fit sein. Ah, viel besser. Eigentlich bin ich gar nicht für Ihre Ausbildung verantwortlich, aber Sie haben Potenzial. Außerdem sind wir im Krieg. Wer hat da schon Zeit für Hierarchien, ha? Sehr gut, einfach drüber springen. Gut, machen wir. Legen wir einen Zahn zu. Aktiviere Jumpkit-Unterstützung. Jumpkits basieren auf dem Prinzip der Entspannung. Na, wann können wir noch nicht laufen? Nach der Kalibrierung des Jumpkits geht Ihnen die erweiterte Mobilität in Fleisch und Blut über. Wunderschön, oder? Die Inspiration das sieht dafür aus war mein Heimatplanet Harmony. Hier bin die Karte ich Glitch. Dafür kämpfen wir, Cooper. Ah, jetzt können wir das. Gut, so geht's. Hier drunter, ducken Sie sich. Jetzt ein Doppelsprung. Folgen Sie dem Geist. Seit der Schlacht von Demeter haben wir mehr als ein Viertel des Grenzlandes zurückerobert. Ja, das ist dann wohl erstmal unser Tutorial. Im Kampf läuft es nie so ab wie erwartet.
müssen bereit sein, jede Waffe einzusetzen, die sie finden. Guck mal, hier ist auch die Spitfire. Die Eldenader. R201. Ich nehme mal die Spitfire, weil ich mit der jetzt schneller laufen kann. Die Eldenader meine ich. Oder Altinator. So, was soll ich machen? Achso. Erstmal nachladen. Gut, üben Sie noch, wenn Sie wollen, und kommen Sie dann zum Parcours. No. Ja, das reicht mir. Wieder zurück. Wo ist er hin? Ah, da hinten. Okay, ich habe heute einen neuen Parcours für Sie. Sie haben 2 Minuten Zeit. Sie okay. Noch steht hier gar nichts. Wir wollen mal loslegen, ne? Piloten müssen im Kampf einen perfekten Mittelweg aus Schnelligkeit und Treffsicherheit finden. Beim Parcours arbeiten wir an diesen Fähigkeiten, okay, scheiße. Bis ihnen in Fleisch und Blut übergehen. Na, oh Mann, sind wir langsam. Na, ihr nicht, ich. Du, 1 Minute habe ich jetzt gebraucht. Eliminiert die Ziele 13 von 15? Nochmal also von vorne. Wenn, dann will ich alle haben. Auf der Anzeige finden Sie Tipps mit Selbstverbesserung. Habe ich was Besonderes für Sie? Hey. Ach, schon wieder Zeit verloren. Hier ist ja keiner. Nur da. Schau mal. Wir können. Ah, da oben sind welche. Na gut, dann haben wir die. Einmal mach ich noch. Alle guten Dinge sind 3. Sind Sie fertig? Muss ich mir merken, wo die sind. Oha, das wird schwer. Oh, toll. Na,
Ah, schade. Ich will mal unter eine Minute kommen. Sind Sie fertig? Naja, wir sind fertig. Sind wir auf Platz 7? Oder sind wir 6? 7 oder 6? Wer sind wir denn? Ich würde sagen gelb, ne? Ach ne, 21. Ah, 7, da sind wir. Immerhin. Wir sind fertig. Sind Sie fertig? Ja. Bin bereit für den nächsten Schritt. Ich bin bereit für den nächsten Schritt. Ja. Gut, das wird Ihnen gefallen. Es wird Zeit, dass Sie die andere Hälfte des Pilotendaseins kennenlernen, den Titan. Fordern wir einen an. Klar, gerne. Ich dachte, no. Das dürfen nur Piloten. Das ist nur eine Simulation, Schütze, nicht die Wirklichkeit. Aber zuerst brauchen wir etwas mehr Platz. Das ist mein Partner BT, Vanguard-Klasse. Militärtechnologie Marke Eigenbau. Das ist ein Titan-Chassis, das wir selbst entworfen haben. Oh. Das wir nicht von der IMC stehlen mussten. Wozu, Schütze? Fordert den ersten Titan an. Oh. Da oben am Himmel, da ist so, okay. Was ist jetzt okay, los? Schütze, klingt als wäre die Kacke am Dampfen. Ich hol sie jetzt raus. Deaktiviere alle entbehrlichen Systeme. Cooper, machen Sie schon! Ganz ruhig, Cole. Er kommt gerade aus der VR. Er braucht eine Minute für die Dekompression. Der wird schon, glaub mir. Ja, Sir! Alle Mann auf Gefechtsstation. So, wollen wir loslegen. Das ist keine Übung. Aufpassen, die töten uns. Jedenfalls versuchen sie es. Das war gute Arbeit. Irgendwann ach, das war's schon. Den Dreh raus. Toll. Wir machen einen Piloten aus ihnen, Schütze. Aber nicht heute. Irgendwann. Lastimosa. Anderson. Wir sehen uns dann unten. Wir sehen uns heute einen neuen Planeten an. Vielleicht sterben wir sogar darauf. Wir sehen uns dann unten, Schütze. Viel Glück. Arsch hoch, Cooper. Wir treffen uns am Landungsschiff. Jo, Leute. Achso. Ja, normal. Alles klar. Ja, Leute. Das war's dann erstmal von mir. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Das war jetzt erstmal die Einführung. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ihr einen Daumen da. Wenn nicht, lasst ihr trotzdem einen Daumen da. Aber einen guten. Vergesst nicht zu abonnieren. Bis dann, euer Anti.